Körbchen. Aber ich muss mich nicht der Wissenschaft opfern. Und Wespen sind hier noch auf der Suche. Das war nicht weniger. Also meine Überlegung im Moment ist, dass ich bei den schwachen Kisten, wenn ich die jetzt zusammenstecke mit einer anderen Kiste, dann, wir haben nächste Woche 16 Grad, dann würde ich davon ausgehen, dass die Flugbienen wieder zurückfliegen an ihren alten Standort, sobald sie können, und sich dann dort in die nächstbeste Kiste einbuddeln. Erstens. Zweitens, Brut ist aber nirgendwo mehr groß drin. Also ich kann keine fetten Brutwaben irgendwie zur Unterstützung reinhängen. Die gibt es einfach nicht mehr. Deswegen mache ich jetzt den Binder. Und versorge die mit Futter. Isolierung. Alles unbefriedigend. Man zahlt einfach gnadenlos den Preis für schlechte Varroa-Arbeit. Ganz einfach. Das ist wieder so ein Volk, das ist schlecht. Ganz schlecht sogar. Was mache ich damit? Ich kann anders reinlegen. Naja, wobei. Hier machen wir ein Chambre de Volk draus. Hier ist nämlich eine. Moment, was ist da drin? Genau, eine Königin vom. Aus der Besamung, also aus dem Zuchtprogramm. Und die machen alle nicht übertrieben viel Brut. Muss man sagen. Aber natürlich ist die Genetik erstmal in der Theorie gut. Das Problem in der Praxis ist, dass sie einfach noch nicht so richtig gezeigt haben, was sie können. Im letzten oder vorletzten Video ist die Königin hier getürmt und ist ins Gras gefallen. Die hat scheinbar auch keine Lust, zielstrebig hat sie sich vom Acker gemacht. Dann habe ich sie wieder eingefangen. Und hier ist auch so ein Ding, kann ich halt nicht vereinigen, weil Debimo-Volk. Kann man wieder nicht mitmachen, was man will. Und deswegen lasse ich die jetzt so, wie sie sind. Brut, 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 Brut. Also was bei denen schon mal nicht stimmt, das war letztes Mal auch schon so, ist die Sanftmut. Königin, okay. Mhm.
So. Ja, ach kommt heute. Also. Eigentlich. Ehrlich. Wenn ich mir das hier antue, schon gar keinen Bock mehr. Ran an die Hände. Rein in die Fresse. Schön. Schön. Toll. So. Ihr dürft über den Winter zeigen, was in euch steckt. Fertig werden, weil die Sonne untergeht und die Temperatur runter ebenfalls runtergeht. Mal schauen, ob ich hier noch Platz für ein Sheet finde. Für Thermoschiebe. Ganz dann raus. Weil was gar nicht geklappt hat nach der TBE. War das Ausbauen und Befüllen der Mittelwände. Das hat nicht geklappt. Warum auch immer. Zu spät gefüttert, in der TBE gemacht, zu zögerlich, zu dick gefüttert. Keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Bienen haben das total links liegen lassen, diese Waben. Und haben sich konzentriert auf die Altwaben. Das ist dann halt blöd. Ich habe ja nämlich gar nicht alle Waben entnommen bei der totalen Brutentnahme, weil ich ja keine ganz totale Brutentnahme mache, sondern nur so eine fast totale Brutentnahme. Und das hatte zur Folge, dass sie nur auf die Altwaben gegangen sind, sowohl beim Brüten als auch beim Futtereinlagern. Und so fische ich jetzt aktuell regelmäßig so halb angezogene Mittelwände raus, die aber sonst im Großen und Ganzen ignoriert worden sind. Also das werde ich anders organisieren. Nächstes Jahr. Hatte jetzt keinen Bock mehr, das zu filmen. Und ich habe schon genug Elend gezeigt und ich wollte nicht noch mehr Elend zeigen. Da ist nicht viel zu sagen, außer wir haben jetzt nur eine Futterwabe geerbt. Jetzt kriegen sie noch einen Cheat. Und was denen auch fehlt, ist eine Folie. Was habe ich gesagt? Trottel. Trottel! Thank you.